Dramatisches Bundesliga-Finale in der Sportschau. Meisterschaftsdreikampf zwischen Frankfurt, dem VfB Stuttgart und Dortmund. Gerangel um die UEFA-Pokalteilnahme zwischen Kaiserslautern, Köln und Leverkusen. Abstiegskampf von Wattenscheid, Duisburg, den Stuttgarter Kickers und Rostock. Guten Abend allerseits. Einen so irrsinnigen letzten Spieltag, meine Damen und Herren, hat die Bundesliga noch nie erlebt. Natürlich wollen wir Ihnen von allen Entscheidungen ausführliche Berichte bringen und dafür verlängern wir heute die Sportschau bis 19.20 Uhr. Hat es auch noch nie gegeben. Dreikampf an der Spitze mit drei punktgleichen Mannschaften. Jede hätte den Titel verdient, aber nur einer kann Meister werden. Und jede der drei Mannschaften muss heute auswärts antreten bei einem Gegner, der selbst jeden Zähler dringend braucht. Die vermeintlich leichteste Aufgabe hat Spitzenreiter Eintracht Frankfurt, die Mannschaft mit dem besten Torkonto, beim vorletzten Rostock. Aber was heißt das schon, wenn die Nerven vielleicht blank liegen? Darauf jeden Fall hofft die Konkurrenz. Der VfB Stuttgart beim UEFA-Cup-Kandidaten Leverkusen und Borussia Dortmund beim abstiegsbedrohten MSV Duisburg. Wir wollen Ihnen diesen spannenden Dreikampf in einer Konferenzschaltung zusammenfassen und fangen an bei Werner Hansch im Duisburger Weder-Stadion. 333 Spiele in der höchsten Klasse, 49 Tore, Abschied für eine Spielerpersönlichkeit, für Ewald Lienen, der natürlich nicht als Absteiger abtreten möchte. 31.000 Zuschauer in der ausverkauften Wedau zu Duisburg. Der BVB in Bestbesetzung auf Meisterkurs. Aber zunächst die Gastgeber mit der letzten Chance, durch einen Sieg vielleicht doch noch dem Abstieg zu entgehen. Frank gegen Bremser. Bremser führt aus auf Tönnies und Stefan Kloß steht goldrichtig im kurzen Eck. Noch einmal. Bremser und dann der Schuss von Tönnies. Struckmann grätscht ins Leder. Dann die Dortmunder. Paulsen. Hier im Kampf mit Neihus. Tarnat. Dann Lusch. Zorc. Und die Chance für Chapu Isar, 10. Minute, 1:0 für Borussia Dortmund. Noch einmal diese schöne Flanke von Michael Lusch. Kopfball Pusančis direkt zu Zorc. Und der legt vor auf Chapu Isar, 20. Saisontreffer des Schweizers für Borussia Dortmund. Keine Chance für Heribert Macherei. Natürlich die Borussen-Fans aus dem Häuschen. Und sie bleiben dran, die Borussen. Wieder Lusch. Rummenigge. Dann kommt Reinhardt jetzt ins Bild. Knut Reinhardt und Kopfball Helmer. Herrlich, wie er da fliegt. Heribert Macherei, einer der Oldies. Noch einmal dieser Kopfball von Thomas Helmer. Wohin führt sein Weg? Das ist die Frage. Und die tolle Parade von Heribert Macherei. Dann plötzlich die Chance für Michael Tönnies. Unfreiwillig vorgelegt von Helmer und sorgenvolle Miene von Ottmar Hitzfeld. Struckmann gegen Michael Schulz. Die beiden lieferten sich manchen spannenden Zweikampf, aber im Übrigen eine ausgesprochen faire Partie. Bremser beim Einwurf. Nordhoff. Und da ist er, der Struckmann. Aber er trifft nicht richtig und Stefan Kloß braucht da nicht einzugreifen. 28 Minuten waren gespielt. Noch einmal in der Zeitlupe. Schön hebt er ab, der Michael Struckmann. Aber er trifft das Leder nicht richtig. Dann Dortmund mit Helmer. Kein Foul an Chapu Isar, entscheidet Schiedsrichter Dr. Markus Merck. Schulz auf Knut Reinhardt, der sich oft durchsetzte im Zweikampf mit seinem Gegenspieler Pusančis. Und dann Helmer. Noch einmal Helmer, kann überhaupt nicht gebremst werden und Glück für Macherei. Da wäre wohl nicht mehr dran gekommen und so denkt auch Uwe Reinders. Die Dortmunder, Paulsen, der viel rackerte, kämpfte, scheitert hier an Macherei.
Na, da sollte er lieber hinschauen, denn dann kommt wieder Paulsen. Herrlicher Schuss aus der Drehung, 2 Minuten vor der Pause. Und wieder Macherei, Sieger im Zweikampf. Noch einmal schön zu sehen, diese Aktion von Paulsen. 1:0 also hier in Duisburg und wir wechseln rüber nach Leverkusen und rufen Wilfried Luchtenberg. Ja, und auch im Ulrich-Haberland-Stadion war die Bude rappelvoll. Die Hälfte der Zuschauer kam aus Stuttgart, der VfB in weißer Spielkleidung. Und in den ersten Minuten lagen die Nerven blank. Direkt nach 12 Sekunden gelbe Karte gegen den Foulspieler von Matthias Sammer, gegen Bunzol. Und als dann Andreas Thom auch noch meckerte, sah auch der Leverkusener Stürmer die gelbe Karte. FIFA-Schiedsrichter Hans-Peter Delving hatte also alle Hände voll zu tun in den ersten Minuten. Dann der erste Angriff der Stuttgarter. Dubajc, Fritz Walter, bei ihm Christian Wörns, der das erste Duell gegen den Torjäger der Bundesliga für sich entschied. Fahrige Momente in der ersten Viertelstunde auf beiden Seiten. Dann der bessere Spielfluss zunächst auf Seiten der Leverkusener. Lupescu. Links sehen wir Bunzol und Handspiel von Dubajc. Schiedsrichter Delving entscheidet sofort auf Strafstoß. Hier sehen wir das Zuspiel von Lupescu. Dubajc, was sagt Torwart Eike Immel dazu? Handspiel war es auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nicht genau gesehen, warum der Dubajc gefallen ist, ob er gefoult worden ist oder gestoßen worden ist. Aber in der Hand hat er den Ball auf jeden Fall gehabt. Ja, und da musste Eickel immer antreten gegen Martin Kreh. Und der nutzt seine Chance. Nach 20 Minuten führt Bayern 04 Leverkusen mit 1:0 gegen Stuttgart der UEFA-Pokal in Sichtweite. Dieser Treffer für Leverkusen hatte sozusagen entkrampfende Wirkung. Danach lief das Spiel besser auf beiden Seiten. Zunächst wieder Leverkusen. Andreas Thom, der versetzt Uwe Schneider. Und dann diese Rettungstat von Günther Schäfer. Eine artistische Einlage. Schäfer verletzte sich bei dem Versuch, den Ball von der Linie zu buxieren, was ihm ja, wie wir hier sehen, auch gelang. Konnte aber für die Stuttgarter, sagen wir mal, Gott sei Dank, weitermachen. Dann der VfB. Gaudino, die erste Prüfung für Rüdiger Vollborn im Tor von Leverkusen. Vor den Augen von Bundestrainer Berti Vogt zog dann Matthias Sammer seine Bahn. Der letzte Auftritt des Stuttgarters, der ja zu Inter Mailand wechselt, das sah gut aus. Zweimal vorbei auch an Libero Radjovic, nur der Abschluss blieb ihm versagt. Auf der anderen Seite dann wieder ein in großer Spiellaune überzeugender Andreas Thom, der wieder einmal Schneider versetzt, Eike Immel verhindert mit dieser Parade eine höhere Leverkusener Führung. Schönes Täuschungsmanöver von Thom und ebenso fabelhaft die Parade von Eike Immel. Dann Sammer wird hier von Libero Radjovic, der nie jenseits der Mittellinie auftauchte, immer nur auf Sicherung bedacht war, dann Freistoß für Stuttgart. Lupfer von Gaudino und etwas kläglich der Mannschaftskapitän Guido Buchwald. In diesen Sekunden. Wenig später aber war er schon wieder in der eigenen Abwehr gefordert und da glänzte er mit prächtigen Einlagen. Wir sehen hier Bunzol, das Zuspiel zu Thom und in letzter Sekunde der Stuttgarter Kapitän dazwischen. Nur noch ein paar Minuten bis zur Pause, immer noch knappe Führung für Leverkusen. Dann achten Sie auf diese Szene, Wörns trifft Kögel. Sofort entscheidet der Unparteiische auf Elfmeter. Ball getroffen und wenn es ein Foul gewesen sein sollte, dann war es auch noch vorm Strafraum. Schauen Sie mal genau hin. Sagen wir mal so, ein vor dem Strafraum beginnendes Foul des Leverkuseners, das Schiedsrichter Hans-Peter Delving ahndet und er entscheidet auf Elfmeter. Fritz Walter trifft. Für den Optimisten war das Glas damit halb voll, für den Pessimisten halb leer. VfB-Trainer Christoph Daum gab sich als Realist, verdrückte sich bei Zeiten, damit er nicht abwaschen musste. Gerhard Delling, wie sah es denn in Rostock aus? Ja, wunderbar.
wunderbar. Sonne, eine steife Brise von der Ostsee. Mehr als 25.000 Zuschauer. Das Ostseestadion voller als voll. Und schon vor dem Spiel gab es erste Gerüchte über die Frankfurter Aufstellung nämlich. Dann letztendlich Gewissheit. Jörn Andersen überhaupt nicht im Aufgebot. Kruse, der ehemalige Rostocker, von Beginn an dabei. Und der sah zunächst seine ehemaligen Mannschaftskameraden im Vorwärtsgang. Schlünz, Weichert und zu Anfang viel Durcheinander in der Frankfurter Verteidigung. Der erste Eckball, gleich legte man kräftig los. Aber die große Ordnung wollte in diesem Augenblick noch nicht aufkommen, auch nicht bei diesem Schuss von Weiland, der allerdings noch abgefälscht war. Und es gibt schon in dieser zweiten Minute gleich die nächste Ecke für Hansa Rostock, dass sich einiges vorgenommen hatte. Das merkte man bis auf die obersten Tribüneränge. Spieß ist das. Dann Alms mit dem Kopf zur Stelle und Glück für die Frankfurter Eintracht in dieser Szene in den ersten Minuten. Das unterstreicht auch nochmal diese Perspektive. Der aufrechte Erich, selten mit so nicht aufgeregter Gestik. Ansonsten viel, viel Nervenstreich. Dieser Schuss von Weichert, natürlich keine Hürde für den ruhigen, ruheausstrahlenden Schlussmann Uli Stein. Er ist ja immerhin auch 1983 mit dem HSV schon mal deutscher Meister geworden. Die Eintracht suchte, fand sich aber erst langsam. Binz, genialer Pass auf Andreas Möller und Hoffmann. Dragoslav Stepanovic mit sozusagen ohnmächtiger Ruhe, jetzt konnte er nur noch zuschauen. Zum Beispiel bei diesem Freistoß von Spieß, zunächst in die Mauer, aber dann gefährlich geworden. Und die Möglichkeit, aber Schlünz konnte sie nicht nutzen. Hansa mit großem Einsatz. In dieser Phase auf jeden Fall Erstligareif. Und die Platzherren blieben dran. Viele dieser Kopfballduelle. Spieß ist das. Immer noch Spieß. Und der kann schießen. Und das O und A teilten mit ihm ca. 15.000 Zuschauer, denn mindestens 10.000 waren aus Frankfurt angereist. Die Frankfurter mit gelegentlichen Kontern, aber das lag fast immer ein Tor in der Luft. So wie hier. Kruse, Riesenmöglichkeit. Hoffmann mit dem langen Arm dazwischen. Und so langsam ab der 30. Minute merkte man, dass die Frankfurter Eintracht dieses Spiel in den Griff bekommt. Wunderbare Reflexreaktion von Daniel Hoffmann. Ein erstklassiger Torhüter heute. Frankfurt führte nun Regie. Vor allen Dingen durch die Überleihgelegenheit im Mittelfeld. Bein, der Taktgeber. Möller gegen Böger machte jetzt viel Musik. Und Hoffmann wagemutig dazwischen. Und sie hatten eines mit Stepanovic, dem Frankfurter Trainer, gemeinsam. Sie rauchten, ohne es zu merken. 0:0 zur Pause und die Nerven aller lagen blank, Heribert Fassbinder. Die vielleicht beitragen zu der Meisterschaft. Und zur Halbzeit, das müssen Sie sich mal vorstellen, war der BVB, also Borussia Dortmund, deutscher Fußballmeister. Aber Binsenweisheit von Sepp Herberger, ein Spiel dauert 90 Minuten. Sie haben gesehen, die Frankfurter, vielleicht die beste Mannschaft der Bundesliga, taten sich schwer, auch gleichzeitig die Mannschaft mit den meisten Krächen hinter den Kulissen. Und jetzt wollen wir es wissen, Gerhard Delling. Wie schwer taten sich die Frankfurter denn im Ostseestadion in den zweiten 45 Minuten? Hallo Rostock. Hier ist Rostock und sie taten sich zunächst schwerer als erwartet. Gleich ging es wieder los, zunächst mit Hansa-Angriffen, aber dann wurde Frankfurt doch langsam stärker. Hier einer dieser gefährlichen Gegenstöße, von denen sah man jetzt ein paar weniger, Weichert allein auf weiter Flur. Weichert agil, mit einigen guten Szenen musste später verletzt ausgewechselt werden. Dann nahm sich dieser Mann ein Herz, Weber, ganz allein auf und davon. Und der herrliche Flankenball. Und in der Mitte Kruse. Frankfurt in dieser Phase klar dominierend. Jetzt spielte man wirklich meisterlich. Das Einzige, was nicht stimmte, war das Ergebnis für Dragoslav Stepanovic. Wiederum die Frankfurter. Und immer wieder im Einsatz
das Mittelfeld, der Gastgeber und fast ein Eigentor durch Böger. 4, sagt man ihm nach, hätte er schon erzielt. Damit ist er nicht ganz einverstanden, aber er glänzte heute durch hervorragenden Einsatz. Uwe Bein schaut lange und er findet einen Mitspieler in Sippel, aber unfreiwillig, weil Hoffmann dazwischen ist. Ein Freundschaftsspiel zieht man sicherlich zurück, aber dies war längst kein Freundschaftsspiel mehr. Das ging an die Nerven, da wurde es jetzt auch ganz gehörig ruppig auf dem Feld und immer verbissener, diese Begegnung. Andreas Möller mit viel Licht, aber auch etwas Schatten. Und Rostock stemmte sich dagegen, hatte kaum mehr Konterchancen, so wie allerdings hier einmal der eingewechselte Lett Merz ist das. Herrlich hineingegeben und dann ist das Tor perfekt. Dove war es in der 64. Minute, als keiner, auch wirklich keiner mehr, nur einen Pfifferling auf diese Hansa-Mannschaft gab. Denn Frankfurt war einfach viel zu überlegen und stark geworden. Rostock doch weiter erstklassig, das ist die große Frage. Frankfurt vielleicht ohne Meisterschale nach Hause fahren. Der Schütze durfte dann endlich wieder aufstehen. Betroffenheit bei den Frankfurtern, die krempelten aber nach diesem herrlichen Tor der Rostocker, klassischer Konter, noch einmal die Ärmel hoch. Merz fügte sich gut ein, aber Bindewald, der unbedingt spielen wollte, trotz leichter Verletzung, Herr der Situation. Und dann dieser Mann, Weber, wurde immer stärker, vorbei an Stracker jetzt in dieser Szene. Kaum zu halten, sieht Kruse und der markiert den Ausgleich. Axel Kruse, der ehemalige Rostocker, vorher war er noch bei seinen ehemaligen Kollegen in der Kabine. Und ausgerechnet er erzielt dieses wichtige 1:1 in der 66. Minute. Eigentlich hatte er ausgewechselt werden sollen gegen Edgar Schmidt. Jetzt war wieder alles offen, Kruse auch wieder dabei. Yeboah, frei von Eims und dann ist Hoffmann dazwischen. Mit erstklassiger Leistung der Herr Wagemuth zwischen den Pfosten bei Hansa Rostock. Die Zeit lief davon. Aber Frankfurt weiter Ton angeben. Wieder Kruse. Wieder ist Hoffmann dabei. Und Yeboah. Solche Szenen gab es am heutigen Tage mehr in dieser zweiten Halbzeit für Eintracht Frankfurt. Anthony Yeboah mit einem schweren Stand gegen Alms. Nur selten konnte er sich so befreien. Ein Angriff nach dem anderen jetzt auf das Tor, der Gastgeber und diese Chance und eigentlich eine ganz, ganz klare Entscheidung. Weber gelegt von Böger, Schiedsrichter Berg aus Konz in dieser jetzt harten Auseinandersetzung mit Problemen und einer klaren Fehlentscheidung. Das sehen wir hier. Viel Aufregung in der Begegnung. Dann aber wieder Hansa Rostock, Spieß vorbei, mit dem Führungstor auf den Füßen, aber Uli Stein ganz sicher angelt sich den Ball. Dann aber wieder gewohntes Bild, Eintracht Frankfurt mit dem Vorwärtsgang und die Chance, Sippel und das Tor. Aber es wird nicht gegeben, sowas kann man pfeifen. Aber hier hatte der Unparteiische die Möglichkeit zur Konzentrationsentscheidung. Hier sehen wir es nochmal, der Ball springt Bein an den Arm und dann gibt er ihn aber regelrecht weiter. Was fehlte, war das Meisterglück, das in den letzten Jahren immer dafür gesorgt hat, wer denn die Schale letztendlich haben wird. Frankfurt mit Verzweiflung und nun Schmidt für Kruse. Da ist er, Schmidt gegen den Pfosten, klare Überlegenheit, aber wie gesagt, das Quäntchen Glück fehlte, um hier schon rechtzeitig alles klar zu machen. Ein wahres Powerplay nun. Immer wieder die Frankfurter Eintracht. Und immer wieder warfen sich die Rostocker dazwischen, gaben nicht auf, kämpften um ihre allerletzte Chance. Und die hatte dann in der Nachspielzeit dieser Mann, Böger, 92. Minute, auf dem Weg zum vielumjubelten 2:1 für Hansa Rostock. Riesenjubel, plötzlich wieder Hoffnung einer wunderbar kämpfenden Rostocker Mannschaft auf den Klassenerhalt. Am Boden zerstört, ein vermeintlich designierter Meister, der nun tatsächlich Riesenglück brauchte, um wirklich noch Meister zu werden. Ob Frankfurt das hatte, dürfte uns Werner Hansch sicher nicht sofort sagen, oder Werner? Rostock wurde natürlich hier auch in Duisburg gehört. Dortmund auf dem Weg zur Meisterschaft, das fragten sich viele. Aber was denn Dortmund an die Meisterschaft? Das ist dem MSV der Klassenerhalt. Der eingewechselte Schmidt auf Tönnies und der verpasst knapp
und da kann Uwe Rein das Unglück schon fast nicht mehr fassen. Rummenigge, heute nicht so effektiv wie sonst, dafür Paulsen, immer wieder anspielbereit, quirlig, lebendig, hier gleich gegen zwei Duisburger, Bremser und Neihus, dann der Rückpass, Azuzi dazwischen. Tanat, Bremser und Stefan Kloß, heute wieder mal ein sicherer Rückhalt der Dortmunder Mannschaft. Paulsen, Rummenigge, er versuchte es auch mal aus der zweiten Reihe, kein Schussglück für den Dortmund. Dann Thomas Frank, selten sahen wir ihn heute so offensiv wie in dieser Szene. Knut Reinhardt, herrlicher Rückpass, aber dann ein laues Schüsschen von Thomas Frank. Noch einmal diese Aktion, viel Überblick bei Knut Reinhardt. Und dann dieses flaue Schüsschen von Frank. Wechsel bei den Duisburgern. Der verletzte Struckmann muss raus. Für ihn kam Alexander Bonchev. Und Dortmund. Und hier wird Rummenigge gebremst. Von wem? Na, von Bremser. Schauen Sie. Und er holt die Handbremse raus. Keine gelbe Karte für Bremser. Aber Freistoß für Borussia Dortmund. Knut Reinhardt von der linken Seite. Schapuisa und Schulz. Und dann die Rettungstat von Andreas Gieltje. Die Stimmung stimmte bei den Dortmunder Fans. Dann Zorc. Chapuisa. Natürlich kein Elfmeter. Völlig richtig entschieden von Dr. Markus Merck. Klar zu sehen die Aktion von Gieltje. Und Chapuisa fällt hier mehr aus Schwäche. Dann Schulz, der hier vertändelt. Tönnies und Alexander Bonchev. Aber knapp vorbei, ist halt auch daneben. Noch einmal die Vorarbeit von Tönnies. Und der Abschluss, der Unglückliche von Alexander Bonchev. Wechsel dann bei Dortmund. Frank hinaus, für ihn kam Bodo Schmidt. Und der MSV auf Ferenc Schmidt und plötzlich die Chance für Patrick Nordhoff. Und wenn einer die Seuche hat, dann fehlt am Ende eine Pfostenbreite, womöglich sogar am Klassenerhalt. Zorc für die Borussia. Paulsen, der immer wieder ruschierte, von links und von rechts kam und plötzlich die Chance für Michael Rummenigge. Und dann noch einmal im Nachsetzen Knut Reinhardt. Ja, den Ball haben viele schon drin gesehen. Von Michael Rummenigge. Da klärte der Posten. Der Trainer geht in sich, sieht so ein deutscher Meister aus, schaut er so drein. Wir geben weiter nach Leverkusen und rufen Wilfried Luchtenberg. Ja, Werner Hansch, der Fußball-Krimi im Ulrich-Haberland-Stadion ging weiter im zweiten Durchgang und waren es die Platzherren, die in den ersten 45 Minuten das bessere Ende für sich hatten, zumindest spielerisch, so besannen sich jetzt die Schwaben auf ihre Tugenden und bestürmten das Tor von Rüdiger Vollborn, der urplötzlich wie hier nach diesem Schuss im Mittelpunkt stand. Guido Buchwald war es, der Stuttgarter Kapitän, der seine Mannschaft jetzt nach vorne führte. Kügel, der den Vorzug vor Sverrisson erhielt heute. Leichte Unsicherheit bei Vollborn. Und Fritz Walter 1:1. Und Sie sehen Christoph Daum. Er schreit seine Mannschaft nach vorne, aber im Gegenzug Leverkusen, Andreas Thom. Und Schäfer, der im ersten Durchgang schon einmal rettete, verhindert auch hier Schlimmeres. Noch einmal der Antritt von Andreas Thom, der wohl beste Leverkusener heute, aber im Abschluss ohne Glück. Dann zwei neue auf Leverkusener Seite. Wir sehen Jupp Nehl und Heiko Herrlich. Fischer und Leschniak, sie gingen hinaus. Leschniak zum letzten Mal, er wird den Verein ja ebenso verlassen wie Jorginho, der in Richtung München abwandert. Dann wieder Leverkusen. Bunzol, der Steuermann im Mittelfeld. Schönes Zuspiel. Und dann völlig frei Markus von Ahlen. Ja, ist denn das die Möglichkeit,
Günter Schäfer schimpft mit seinen Mitspielern. Das hätte die Leverkusener Führung eigentlich sein müssen. Das Ganze noch einmal. 60 Sekunden später. Eine pechschwarze Minute für Stuttgart. Bunzol. Jorginho wird touchiert von Matthias Sammer. Schiedsrichter Delving pfeift. Matthias Sammer beschwert sich. Und Sie sehen, der Unparteiisch hat die gelbe Karte schon in der linken Hand. Dann muss ihm Sammer wohl noch ein unfreundliches Wort zugerufen haben. Denn daraufhin zieht der FIFA-Schiedsrichter Hans-Peter Delving die rote Karte. Platzverweis für Matthias Sammer, der sich also vorzeitig in Richtung Kabine verabschiedet. War das das Ende aller Meisterschaftshoffnungen für den VfB? Christoph Daum wechselt, nimmt den Torjäger der Bundesliga aus dem Spiel. Auch Maurizio Gaudino muss weichen nach 81 Minuten. Sverrisson, der unter der Woche ein Länderspiel bestritt, und Manfred Kastel kommen neu ins Spiel. Das Ganze 9 Minuten vor dem Abpfiff. Natürlich verfolgte man auch immer wieder die Anzeigetafel. Derweil stand es in Rostock noch 1:1 und Dortmund führte in Duisburg mit 1:0. Ludwig Kögel, der ein gutes Spiel machte, der neue Mann. Kastel, er trifft den Pfosten. Auch hier eine Handbreit zum möglicherweise entscheidenden Tor. Sverrisson, noch einmal Vigal Kögel, der das Handspiel reklamiert von Jorginho. Aber weiter ging's, die letzten 4 Minuten. Uwe Schneider, ziehen aufopferungsvoll kämpfende Stuttgarter jetzt. Dabei hindern sie sich gegenseitig. Sverrisson wurschtelt sich da irgendwie durch. Und Lupescu lenkt den Ball noch ab zum Eckball für den VfB Stuttgart. 86 Minuten gespielt. Kögel bringt den Ball herein. Sverrisson, dann wieder Kögel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald, und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Das Ganze noch einmal eingeleitet von Kögel. Kastel schiebt da ganz energisch Bunzol zur Seite. Und Guido Buchwald, der ja 84 schon einmal deutscher Meister war mit Stuttgart, erhöht auf 2:1. Und als dann auch noch das 2:1 von Rostock bekannt wurde, da gab es für Christoph Daum, für Dieter Hoeneß und für die etwa 13.000 angereisten Stuttgarter Fans kein Halten mehr. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Hans-Peter Delving ging dann im Jubel der Fans, die den Platz stürmten, total unter. Mit 2:1 gewinnt der VfB Stuttgart in Leverkusen. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Und DFB-Schatzmeister Egidius Braun muss schon ein gutes Näschen gehabt haben, denn er hat ja die echte Meisterschale mit nach Leverkusen gebracht. Und da wurde natürlich in der Kabine stürmisch gefeiert. Günter Schäfer und Gaudino, Guido Buchwald. Schäfer und Buchwald waren vor 8 Jahren ja schon dabei. Sie hören wir jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Florian König. Ich glaube, dass der Meistertitel von diesem Jahr schöner ist als der von 84. Bei 84 haben wir die Meisterschale schon in der Hand beim letzten Spiel. Wir mussten 15:0 verlieren. Es war fast nicht möglich. Bei diesem Spiel mussten wir gewinnen heute. Und das letztendlich gereicht hat. Einen ganz arg lieben Gruß an die Rostocker und besten Dank. Guido Buchwald, Schütze des entscheidenden Tors. Können Sie sich schon fassen? Nee, eigentlich noch nicht richtig. Ich meine, wir haben nach dem Platzverweis von Matthias Sammer eigentlich gesagt, wir müssen nochmal alles versuchen. Haben auch alles versucht und das Risiko ist belohnt worden. Eigentlich kann man es noch gar nicht fassen so richtig, dass es doch noch geklappt hat. Haben Sie ernsthaft so auf die Rostocker Schützenhilfe vertraut? Haben Sie es geglaubt? Ja, geglaubt haben wir schon, obwohl wir nicht, glauben heißt ja nicht wissen. Und geglaubt haben wir eigentlich schon, aber natürlich hätte es auch genauso gut andersrum ausgehen können, dass die Frankfurter gewinnen. Aber wir haben gesagt, wir müssen unser Spiel gewinnen und dann haben wir unsere Chance und die haben alles jetzt wahrgenommen und das ist jetzt wirklich super. Haben Sie denn immer gewusst, wie es steht auf den anderen beiden Plätzen? Ja, man hat ja immer mit einem Auge, war man immer auf der Anzeigetafel, vor allem die letzte Viertelstunde, 20 Minuten und da hat man eigentlich schon gewusst, wie es steht. Maurizio Gaudino draußen fast zu Tode gedrückt worden und zu Tränen gerührt. Was ist für ein Moment für Sie? Das Größte. Ich bin keine Worte für diesen Moment. Das ist für mich der schönste Tag in meinem Leben, wo ich, den man es erlebt habe.
Haben Sie denn noch dran geglaubt bei dem Spiel, dass es noch mal reicht hinten raus? Ich habe versucht dran zu glauben. Ich meine, man hofft immer. Nachdem der Matthias draußen war, war für mich im Moment die Welt zerstört, kann man sagen. Und dann hat uns der Trainer ausgewechselt, weil wir keine Kraft mehr hatten. Und er hat zwei neue Leute gebracht, die haben einen neuen Schwung gebracht und die haben sich super eingefügt und biegen das Ding noch rum, das ist fantastisch, das ist super. Und ganz groß Lob der ganzen Mannschaft und hauptsächlich Günther Schäfer, weil er hat nach dem 1-0 das Spiel noch gerettet, wo der Turm fast ein 2-0 macht und wir haben es trotzdem noch gepackt. Dem eigene Schmerzen erspart bleiben, der muss sich auch berufen fühlen, die Schmerzen anderer zu lindern. Ich denke, Herbert Fassbinder findet ein paar tröstende Worte an die Adresse von Frankfurt und Dortmund. Das war's zunächst aus Leverkusen. Also erstmal freuen wir uns jetzt alle mit dem VfB Stuttgart. Ich habe vorher gesagt, jeder hat es verdient. Jetzt hat es der VfB geschafft. Herzlichen Glückwunsch an die Schwaben und an einen ganz besonders, an Christoph Daum. Was der da bewegt hat, ist sagenhaft. Man hat ihn immer den Lautsprecher der Liga genannt. Dass der Junge viel mehr drauf hat, das wissen alle Fachleute. Und dass die Lautsprecherei nur Mittel zum Zweck ist, das hat er heute bewiesen. Ich hoffe, dass mein Kollege Gerhard Meyer-Röhn ihn jetzt mit am Mikrofon hat. Rüber zu euch nach Leverkusen. Ja, Christoph Daum hat laut heute gesprochen, aber vor allen Dingen natürlich viel hat er gesprochen, denn alle wollen Interviews. Herzlichen Dank, dass ihr da seid noch. Es drückt ein bisschen die Zeit. Herzlichen Glückwunsch von der Sportschau. Christoph Daum, Dieter Hoeneß ist da und der Kapitän Guido Buchwald und die echte Meisterschale ist auch da. Und das Publikum in Leverkusen gibt jetzt uns einen kräftigen Beifall hier. Christoph Daum, es waren bewegende Szenen heute hier in Leverkusen und ein Christoph Daum haben wir gesehen, der auch nach dem Spiel kräftig geweint hat. Ja, wir haben heute etwas wirklich Außergewöhnliches hier erreicht und da muss ich sagen, da bin ich noch nicht so weit, dass ich dann cool darüber stehe, sondern da ist mir auch kurz das Wasser eingeschossen und ich habe mich eigentlich für diese Mannschaft gefreut, die wirklich in dieser Saison Außergewöhnliches geleistet hat. Ich habe mich für unsere Zuschauer, für unsere Sponsoren gefreut und insofern gibt es dann auch schon mal Momente, wo man auch mal eine Träne wegdrücken kann und ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir heute Meister geworden sind. Vor allen Dingen möchte ich mich bedanken bei Borussia Dortmund und auch bei Eintracht Frankfurt, die eine grandiose Saison gespielt haben und sich eigentlich auch als Sieger fühlen sollten, auch wenn wir jetzt im Augenblick die Schale haben. Und ich möchte mich auch bei Hansa Rostock und Erich Rutemöller bedanken, die gezeigt haben, was Fairness im Fußball bedeutet. Und ich glaube, dass Erich Rutemöller heute wirklich einen sogenannten Big Point gelandet hat und dass einige Diskussionen auch hinsichtlich der Person Erich Rutemöller aufhören. Ja. Guido, deutscher Meister 84 mit dem VfB, schon Weltmeister 90, deutscher Meister jetzt 92, das entscheidende Tor geschossen. Was geht vor in Ihnen derzeit? Ja, eigentlich hat man da doch nicht richtig hundertprozentig dran geglaubt, dass wir es schaffen können. Wir haben gesagt, wir müssen in Leverkusen gewinnen. Wir haben kurz vor Schluss eigentlich das 2:1 gemacht. Eigentlich war das die letzten 6-7 Wochen, die waren eigentlich wirklich brutal, kann man sagen. Das ging immer auf Messerschneide eigentlich, das ganze Spiel zu Spiel. Und wenn man im Ende doch noch ganz vorne steht, ist es wirklich eine super Sache. Und eigentlich kann man es doch gar nicht hundertprozentig fassen. Guido, wenn Sie ein bisschen vergleichen, damals die deutsche Meisterschaft, der Weltmeistertitel, immerhin eigentlich doch das Größte, aber ein Gefühl her, ich habe auch heute gesagt, oder Sie gesehen und Sie haben gesagt, das ist auch für mich das Größte, ist es? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vor der Saison hat uns keiner sogar richtig den UEFA-Cup-Platz zugetraut. Wir haben Abgänge verzeichnet und wir haben wirklich alle zusammen, vom Verein, von der Führungsspitze bis zur Mannschaft über den Trainer, zusammengehalten, eine Bombenkameradschaft gezeigt. Und allen Bessern wie es eigentlich gezeigt, dass wir ganz vorne stehen können und jetzt haben wir es geschafft. Und deshalb ist es für mich eigentlich schon mit das Größte, was es dieses Jahr zu erreichen gab. Dieter Hoeneß, hat denn der Uli aus München schon gratuliert? Er hat noch keine Gelegenheit dazu gehabt, allerdings bin ich ganz sicher, dass der Uli mir von Herzen gratulieren wird. Nur eines ist ganz klar, wir werden uns nächstes Jahr sehr warm anziehen müssen, die rüsten gewaltig auf und nächstes Jahr geht es auf ein neues. Wie weit hat das Umfeld beim VfB, das war ja nun Ihre Aufgabe, ein neues Umfeld zu schaffen, Spieler, Verkäufe, natürlich auch mit dem Trainer Einkäufe, die ganze Atmosphäre, Dieter, wo war der Schwerpunkt in dieser vergangenen Saison?
Ich glaube, dass der Schwerpunkt darin lag, eben eine Hackordnung aufzubauen, ein paar Führungspersönlichkeiten herauszuarbeiten. Einer der Vertreter steht da, der Guido ist allen vorangegangen, ein Matthias Sammer, ein Eike Immel, ein Michael Fronzek, ein Günther Schäfer auf seine Art, haben letztendlich der Mannschaft diesen Stempel aufgedrückt, ein Maurizio Gaudino, wie Phönix aus der Asche entstanden. Es ist ein Erfolg der gesamten Mannschaft und ich muss ganz klar sagen, bei uns ist vor allem auch der Zeugwart deutscher Meister geworden. Ich freue mich ganz besonders für Jochen Seitz. Ja. Christoph Daum, Klappern gehört zum Handwerk, das ist überhaupt keine Frage. Da sind Sie natürlich auch ein Meister darin. Aber mit welcher Kaltschnäuzigkeit haben Sie immer wieder behauptet, der VfB wäre deutscher Meister, wo doch alles so knapp war? Aber wenn man unsere Spieler sieht, dann ist das eigentlich gar nicht so eine große Kaltschnäuzigkeit. Wir haben einige wirklich außergewöhnliche Spieler, die kein anderer Verein hat. Ich nenne hier nur stellvertretend Guido Buchwald. Wenn man solche Spieler hat, dann kann man auch eigentlich solche Töne anschlagen, denn diese Spieler sind wirklich in der Lage, Außergewöhnliches zu leisten. Das haben sie eigentlich mit dieser Meisterschaft gezeigt und es ist eine Riesenleistung von dieser Mannschaft und mit so einer Mannschaft im Rücken, da kann man als Trainer auch angenehm arbeiten. Also Riesenkompliment an die Spieler. Gut, Christoph Daum hat auch gesagt, diese Meisterschaft ist eine Verpflichtung für den VfB Stuttgart, denn es geht natürlich weiter. Es wird kräftig gefeiert, morgen in Stuttgart. Damit zurück, Herbert Fassbender nach Köln. Ja, dann feiert mal schön, ihr Schwaben, es sei euch gegönnt. So, und jetzt kommt das, was der Wilfried Luchtenberg eben schon haben wollte. Jetzt kommt der Trost an die Besiegten. Meine Damen und Herren, das müssen Sie sich mal vorstellen. Bis zur 86. Minute hieß heute Nachmittag der deutsche Fußballmeister Borussia Dortmund. Und da hätten nicht nur die Dortmunder, sondern das ganze Revier gejubelt nach so langer Zeit, 29 Jahre ohne Meisterschaftstitel in dieser fußballverrückten und begeisterten Region. Jan Möller auf Stimmenjagd nach dem Schlusspfiff im Beda-Stadion. 4 Minuten vor der deutschen Meisterschaft, dann ging die Schale doch nach Stuttgart. Was geht da in Michael Rummenigge vor? Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch nach Stuttgart. Natürlich ist es bitter, wenn man so nah dran ist, um deutscher Meister zu werden. Letztendlich haben wir genauso viele Punkte und durch das Torverhältnis sind wir dann nur Zweiter geworden. Damit muss man leben, so eine Situation habe ich schon beim FC Bayern mitgemacht. Allerdings war ich da auf der glücklicheren Seite. Es tut mir nur leid für die ganze Region. Ich glaube, Borussia Dortmund hätte es mal wirklich verdient gehabt, deutscher Meister zu werden. Aber ich glaube, dass wir im nächsten Jahr eine gute Mannschaft haben und im nächsten Jahr oben mitspielen werden. Wir sind Vizemeister geworden. Mein Gott, das ist ein Riesenerfolg für uns. Es ist natürlich Pech, dass gerade Stuttgart Meister wird, nachdem wir da von Herrn Harder so derartig beschissen worden sind beim Spiel, beim alles entscheidenden Spiel. Dann wären wir mit Sicherheit Meister geworden, wenn er das Tor von mir anerkannt hätte. Aber so greift man nächstes Jahr wieder, ne? Ja, das ist, glaube ich, zu wenig, wenn man sagt, es ist überaus bitter. Es ist schon fast tragisch. Wenn man 80 Minuten oder 85 Minuten deutscher Meister ist und ich glaube, wir haben ja das Spiel auch beherrscht und dann hört man das Ergebnis und wird kurz vor Schluss abgefangen, dann ist es sehr, sehr bitter. Trotz der Enttäuschung, was sagen Sie denn zu den Fans und was machen Sie denn jetzt nach Spielschluss? Also Sie haben ja gesehen, wir sind im ersten Moment sehr enttäuscht gewesen, sind reingegangen und haben dann spontan gesagt, wir müssen noch mal raus zu unseren Fans, sind alle hier heute gekommen, um uns für die Unterstützung zu bedanken. Wir haben ja unseren Teil auch heute erledigt, indem wir das Spiel gewonnen haben. Wir waren auf Hilfe angewiesen, ist leider nicht eingetreten. Und von daher möchte ich dem VfB Stuttgart trotzdem auf diesem Wege natürlich zur Meisterschaft gratulieren. Ich bin überzeugt davon, dass die ganze Umgebung von Dortmund, das ganze Ruhrgebiet, stolz sein kann auf den BVB. Auch wenn wir selber die Mannschaft nicht deutscher Meister geworden sind, sind unsere Fans deutscher Meister. Dankeschön. Da hat er sicherlich recht, punktgleich mit dem Meister Zweiter. Die Borussen können hoch erhobenen Hauptes nach Dortmund fahren und werden trotzdem gebührend gefeiert, da bin ich sicher. Was aber sagt der Top-Favorit Eintracht Frankfurt, der heute aus allen Träumen stürzte? Wilfried Haag aus Rostock. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie dir zumute ist, aber du hättest der Matchwinner sein können. Wie sind die Gefühle jetzt? Alles verloren. So. Gar nichts zu sagen. Ist vorbei. Das wird... Gibt's nichts zu sagen. Wenn man sowas sieht, der steht allein vorm Tor, hat sich die Beine weggezogen und er sagt, er lässt sich fallen. Es tut mir leid für die Hansa, weil sie abgestiegen ist, ja, glaube ich, oder? Ja, so ist es. Es tut mir leid für die uns, weil wir trotzdem nicht geschafft haben. Es ist gut für den Sport, wenn so gekämpft wird, dass die Leute, dass die Zuschauer zufrieden gehen, wie es im Stadion, heimische und unsere. Tut mir leid für unsere Mannschaft, eine tolle Leistung.
die über die ganze Saison gesehen gebracht hat. Heute war sie zu nervös, wollte wie ein Boxer mit einem Schlag alles erledigen. Mal Pech, mal Glück, habe ich mir gedacht, aber 1-0 für die Hansa Rostock, jetzt wachen wir auf, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Haben wir 1-1 gemacht und eine andere gute Chance gehabt, ja. Leider hat nicht gereicht. Ich gratuliere nochmal sehr herzlich an Christoph Daum, auch eine große Saison. Auch hat er bewiesen, dass er der beste Trainer ist. Ich freue mich für ihn. Aus meiner Sicht wäre im Spiel, ich stand vielleicht ein bisschen ungünstig hinter dem Spielgeschehen, habe ich keinen Foul gesehen. Dass der fällt, habe ich gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass er getroffen wird. Und das ist das Problem. Also wenn ich das gesehen hätte, vielleicht ein bisschen seitlicher gestanden hätte, dass er getroffen wird, dann hätte ich natürlich Elfmeter gepfiffen. Trotz allem, den Rostockern, meine Damen und Herren, hat es nichts genutzt. Sie steigen ab, ebenso wie der MSV Duisburg. Wir steigen für genau 5 Minuten in die Werbung ein und melden uns dann mit den spannenden Entscheidungen im UEFA-Pokal und gegen den Abstieg wieder. Bis gleich. 2 Spiele um die UEFA-Pokalplätze. Um 17.15 Uhr ging heute das Meisterjahr des 1. FC Kaiserslautern zu Ende, um den es zuletzt etwas ruhiger geworden war, obwohl die Pfälzer hinter dem tollen Trio an der Spitze auf Platz 4 lagen, aber damit noch keineswegs sicher im internationalen Geschäft waren. Zuschauergröße Schalke 04 hätte heute schon ohne Torwart spielen müssen, um theoretisch noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Karl-Heinz Fest aus dem Parkstadion, Schalke gegen Kaiserslautern. 61.000 im Parkstadion. Und dabei geht es für Schalke praktisch um nichts mehr. Sie wollten einfach schönen Fußball sehen und den sollten sie zu sehen bekommen von beiden Mannschaften. Schalke ohne Anderbrügge, ohne Sendscheid und ohne Güttler, aber mit tollem Spiel, mit solchen Angriffen. Michailovic hatte geflankt und Christensen, der Däne, kam zum Schuss. Die Gäste hielten mit. Sie mussten ja einen Punkt aus Schalke mitnehmen, um sicher zu gehen, dass sie in den UEFA Cup kommen. Sie griffen sehr schön an, vor allen Dingen Kunz wurde immer wieder gesucht. Glück für die Schalker, dass Lehmann im Tor toll auf dem Posten war und zweimal ganz knapp vor Kunz retten konnte. Aber die bessere Mannschaft, das bessere Spiel sah Trainer Kali Feldkamp mit den Zuschauern von Schalke. Imponierend immer wieder das Spiel in die Tiefe. Gleich ein Pass auf Müller. Michailovic auf Müller, 14 Meter, das Tor ist leer und 2 Meter haut er rüber. Da läuft Haber nebenher, verhindert nicht, dass er schießt. Da hatten sie wirklich Glück, die Gäste. Egon Flath mit Nummer 3. Trainer Ristic wollte ihn ausmustern. Jetzt ist er wieder in der Mannschaft und dann dieser Angriff, Doppelpass mit Michailovic und Tor. 1:0 für Schalke in der 22. Minute. Egon Flath, der Mann, der gehen sollte, heute einer der Besten. Mit einer tollen Leistung bei diesem Treffer. Torhüter Ehrmann völlig wehrlos. 1:0 alt. Aber Lautern gab nach diesem Rückstand beileibe noch nicht auf. Sie griffen immer wieder an und Kranz spielte dabei eine besondere Rolle. Schalkes Deckung war nicht ganz so sicher wie sonst. Man spürte, dass Güttler fehlt, der Libero. Luginger ersetzte ihn gut, aber es fehlte die Souveränität. Und so wurden sie immer wieder mit solchen Angriffen unter Druck gesetzt. Marco Haber und dann Kranz und Lehmann, die große Stütze zwischen den Pfosten. Immer noch 1:0 für Schalke. Ja, Halbzeit. Mit dieser Halbzeit ging man in die Kabinen. Die Zuschauer waren begeistert. Der Gast nach dem Seitenwechsel mit Witeczek für Hutic, aber das brachte nichts ein. Im Gegenteil, Schalke wurde immer stärker. Und Schlipper, der hier diesen Traumpass auf Christensen gab, wurde zur überragenden Figur im Mittelfeld. Solche Pässe kennt man an sich nur von Bayern. Wenn Schlipper seinen Tag hat, dann spielt er wie kein anderer in Deutschland diese Rolle. Christensen gut im Spiel, ein bisschen glücklos im Abschluss. Freund leitet einen Angriff ein und dann diese Szene. Lutz greift Christensen an, der gibt ihm ganz leicht den Ball zurück, der titscht an den Kopf. Lutz lässt sich fallen wie ein Stein, dabei war das wirklich eine ganz harmlose Sache. Schmierentheater, eine üble Art von Schwalbe, die man genauso mit Gelb bestrafen sollte, wie man Schwalben im Strafraum bestraft. Wieder mit einem seiner Traumpässe. Wieder auf Christensen.
Da hätte er ein bisschen auf Mihailovic achten sollen, der aus der Mitte nach vorn stürmte. Die Flanke ein bisschen weiter nach hinten geben soll. Schlipper, immer wieder Schlipper. Schlipper, Mihailovic, Christensen, drei Vollblut-Fußballer, die heute ein Feuerwerk abbrannten. Wieder Schlipper, läuft in den Strafraum und stürzt. 61.000 Zuschauer wollten Strafstoß, Schiedsrichter Hartmut Strampe pfiff richtig. Das war kein Elfmeter, das war auch keine Schwalbe von Schlipper. Das war ein leichter Zusammenprall, bei dem er zu Boden stürzt. Luginger, ein Pass über 40 Meter auf Mihailovic. Angegriffen von Stumpf, der wird zum Statisten gemacht. Tadlec kommt dazu. Und dann aus 25 Metern das 2:0. Nach dieser glänzenden Leistung von Mihailovic, 73. Minute. Noch einmal, wie er Stumpf ausspielt, wie er Tadlec ausspielt. Er trifft ins Tor, Schalke gewinnt mit 2:0, aber Kaiserslautern kann diese Niederlage verschmerzen. Pokalsieg 1990, deutscher Meister 91, jetzt gerade ja. UEFA Cup. Geht's ja. bergab? Naja, das ist nicht gerade. Man arbeitet ganz Jahr darauf hin. Sehen Sie, wir sind, haben 44 Punkte gemacht im letzten Jahr, 48. Seit 3 Jahren warten die Experten darauf, dass wir abstürzen. Das größte Endspiel haben wir eigentlich gespielt, als wir drin geblieben sind. Das war schon eine Serie 1990. Jetzt haben wir allen Druck weg. Jetzt haben wir alles am Fließband abgeliefert. Ich frage den Vorstand, was wir nächstes Jahr haben wollen. Und im Parkstadion wurde der erfolgreiche Abschluss einer Titelsaison gefeiert. Auch im nächsten Jahr ganz oben mit Schalke. Gott sei Dank. Ja, Sie haben es gehört, die Lauterer im UEFA Cup, das war klar nach der Niederlage der Leverkusener. Deswegen ist aus dem nächsten Spiel ein bisschen die Luft weg. Aber wir sollten es Ihnen zeigen. Was zum Beispiel der Trainer Helmut Schulte in Dresden geleistet hat, das werden ihm die Sachsen so schnell nie vergessen. Nach ganz schwerem Start doch noch erstklassig geblieben. Aber auch der Sachse aus Köln, Jörg Berger, kann stolz sein auf seine Arbeit. Vom 16. Platz auf einen UEFA-Cup-Platz. Der Rheinländer Wilfried Mohren über die Rheinländer aus Köln gegen Dynamo Dresden. Zum ersten und letzten Mal in dieser Saison konnte der künftig einzige Ostverein sorgenfrei aufspielen und die Erleichterung darüber brachte 30.000 auf die Beine. Heute Rekordbesuch für diese Saison im Rudolf-Habig-Stadion. Die Kölner Gäste mit Würde hier angereist, denn sie mussten den UEFA Cup, die Qualifikation für diesen Wettbewerb, sich sichern. Aber die erste Chance in dieser Partie besaßen die Hausherren. Der Applaus von Ralf Minge gilt Scharfschütze Kmitsch. Dann aber die Kölner in einem Spiel, das Längen hatte, mit der ersten Möglichkeit eingeleitet hier von Andersen. Vorsichtige Spielweise bei den Kölnern und dann doch diese Chance hier von Fuchs und die Frage, Tor oder nicht Tor. In der Wiederholung auch schwer zu erkennen, es nimmt den Anschein, als hätte Müller den Ball hinter der Linie erwischt und ihn dann an den Pfosten gedreht, wie dem auch sei. Es blieb beim 0:0. Schiedsrichter Striegel erkannte nicht auf Treffer. Köln weiter im Vorwärtsgang mit Steinmann. Klug zurückgespielt hier auf Fuchs. Und wieder eine gute Möglichkeit für die Rheinländer. Und das alles unter dem skeptischen Blick von Trainer Berger. Und gleich die dritte Chance hinterher. Kopfstoß von Baumann und Glanzparade von René Müller. Besonders bitter, denn zu diesem Zeitpunkt führte Leverkusen zu Hause gegen Stuttgart. Also Köln hier aus dem UEFA Cup raus. Und beinahe wäre es noch schlimmer gekommen. Rafke mit diesem Schuss. Aber dann ging es mit 0:0 in die Pause und frohe Kunde für die Kölner aus Leverkusen. Dort war der Ausgleich für den VfB gefallen. Nach dem Wechsel zunächst die Sachsen. Hier mit Pilz. Und Kmitsch nochmal. Kurz nach dem Wechsel, hier haben wir Sven Kmitsch. Und noch eine Chance wollen wir Ihnen von Dresden zeigen. Radke und Zander verpasst nur knapp. Die Schlussphase gehörte dann den Kölnern. Freistoß von Litbarski. Und dann kommt gleich Ordenewitz an den Ball. Hier für Sturm eingewechselt. Und Prüfung für René Müller. Und er, der Kölner Trainer Jörg Berger, erkundigte sich immer wieder auf der Bank, wie steht's auf den anderen Schauplätzen. Die letzte Chance für den 1. FC Köln. Über Andersen, Litbarski und noch einmal Ordenewitz gegen Wagenhaus.
Das hätte der Sieg sein können. Wir sehen in der Wiederholung noch, dass René Müller hier glänzend pariert. Und dann hielt es die Fans nicht mehr. Sie gingen über die Gitter und wenig später war Schluss. Freude bei Jörg Berger. Der UEFA Cup ist auch mit diesem 0:0 für den 1. FC Köln gesichert. Und mit diesen Bildern der Freude auch aus dem Block der Kölner Anhänger zurück zu Heribert Fassbender. Dankeschön nach Dresden. Ja, meine Damen und Herren, Freude bei den Kölnern. Sie können sich freuen. Sie sind neben den Lauterern, neben den heute sehr traurigen Frankfurtern und den nicht minder deprimierten Dortmundern im UEFA-Pokal. Und jetzt kommt der dritte Teil des heutigen Sportschau-Dramas. Die beiden restlichen Spiele gegen den Abstieg. Einen Klassenerhaltsplatz und einen Abstiegsplatz haben wir ja noch verteilen. Neben Rostock die schlechtesten Chancen auf den Klassenerhalt hatten die Stuttgarter Kickers beim Anpfiff. Das sah für das Team von Trainer Zobel mal viel besser aus, aber dann ließen die Kräfte des Aufsteigers nach, während sich der VfL Bochum mit toller Serie wieder mal retten konnte. Stefan Kiss aus dem Neckarstadion. Und dort zunächst einmal ein Abschied. Wolfgang Wolf beendet nach über 300 Bundesligaspielen seine Karriere als Profifußballer. Die Stuttgarter mit zwei Spitzen, mit Marin und Dimitrios Mutas, der hier von Kempe gefoult wird. Klares Foul, Freistoß für die Kickers, die von Anfang an viel Druck machten mit Wörsdörfer. Wieder Mutas und Marin. Noch einmal Mutas, aber dann Wessels im Tor von Bochum. Ja, man hatte sich natürlich ausgerechnet. 2:0. Sollte man, müsste man hier gewinnen, will man noch eine Chance haben, um nicht abzusteigen. Rainer Zobel, der Rechenkünstler bei den Stuttgartern. Und dann die Bochumer. Kempe. Ja, die Bochumer versteckten sich nicht. Clever im Spielaufbau. Und dann musste der Ball getauscht werden. Die Luft war raus. Ein neuer Ball kam. Die Luft bei den Stuttgarter Kickers war allerdings überhaupt nicht heraus. Von rechts mit viel, viel Druck. So ab der 30. Minute. Missverständnis in der Abwehr von Bochum. Und Schwarz! Alois Alu Schwarz genannt, der neue Kapitän der Kickers. Dann kam Kajasso kurz vor der Halbzeit für Keim, bei dem sich seine alte Wadenverletzung wieder auftat. Die zweite Halbzeit und es ging los, furios. Imhoff. Die Stuttgarter jetzt gefährlich, Mutas, aber vor dem Tor fehlte das Quäntchen Glück. Die Stuttgarter. Mutas, der ein hervorragendes Spiel machte, immer für Gefahr im Sturmzentrum sorgte. Wörsdörfer. Und noch einmal. Marin. Ja, die Bochumer wehrten sich mit Händen und Füßen. Nur noch eine Mannschaft spielte, die Stuttgarter Kickers. Mutas. Imhoff. Und Wessels. Kann vor Marin klären. Ja, es sollte einfach nicht sein. 60 Minuten bereits gespielt, immer noch 0:0. Dann Kajasso. Kula. Der Ball wollte einfach nicht ins Tor der Bochumer gehen. Imhoff und Wessels. Chancen über Chancen für die Stuttgarter Kickers. Wolf auf der rechten Seite mit Mutas. Wolf, auch er mit einem prima Spiel. Dann ist Kajasso da und macht das 1:0 in der 65. Spielminute. Juan Arnoldo Kajasso Rey, sein zweiter Treffer in dieser Saison. In der Rückrunde hat er kein einziges Spiel bestritten. Dann sein Auftritt in der 69. Minute, das 1:0. Die Bochumer mit ihrer einzigen Möglichkeit in der zweiten Hälfte. Wegmann, aber im Tor Klaus Reitmeier. Wieder die Stuttgarter. Kopfballstaffetten
nicht selten in dieser Phase. Und Kempe und Cayasso, schauen sich das an, Catchergriff, klare Entscheidung, Elfmeter, Markus Marin, er macht das, 2:0, sein 13. Saisontreffer, Markus Marin. Und die Kickers weiter auf Torejagd. Vollmer, der Eingewechselte. Marin. Aber es blieb hier beim 2:0. Die Kickers haben ihr Pensum absolviert. Jetzt hängt es von Wattenscheid ab. Mit dieser Zeitlupe zurück nach Köln. Und die Wattenscheider haben am vergangenen Samstag mit dem Punkt beim VfB Stuttgart einen ganz wichtigen Zähler ergattert, der sie auf den fünftletzten Platz brachte. Und da wollen die Schützlinge von Trainer Hannes Bongartz natürlich heute bleiben. Jürgen Gelsdorf von der anderen Feldpostnummer hat versprochen, dass der Pokalfinalist Borussia Mönchengladbach nicht an das Endspiel von Berlin denkt, sondern sich nochmal voll reinhängt. Schauen wir mal mit Jürgen Bergener, der sich aus dem Ruhrstadion meldet. Jeder muss sich für das Pokalfinale empfehlen. Wir haben hier nichts zu verschenken, so Gladbachs Trainer Jürgen Gelsdorf. Seine Mannschaft ohne Holger Fach. Er musste mit einer Wadenprellung pausieren. Für ihn kam Schulz ins Spiel. Außerdem der eine Martin, nämlich Max auf der Bank. Der andere, der Schwede Dorlin, auf dem Feld. Und wie? Die fünfte Spielminute. Und Martin Dorlin bringt sich nachdrücklich mit diesem Treffer in Erinnerung. Eine frühe Führung für die Gladbacher. Das war natürlich jetzt Gladbachs Spiel. Schnell hinten raus, die Konter fahren. Das ist Hochstädter. Er spielte für Fach auf der Libero-Position. Dorlin und jetzt ein Foul von Langbein an Flipsen. Dafür gab es die gelbe Karte durch Schiedsrichter Scheurer. Ansonsten eine sehr faire Partie. Jürgen Gelsdorf, er sicherte sich ja mit seiner Mannschaft bereits letzte Woche den Klassenerhalt. Thomas Kastenmeier, der Spezialist für solche Entfernungen, 30 Meter, das 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Was für ein Auftakt, 18 Minuten gespielt, 2:0 für Gladbach, die SG Wattenscheid so gut wie zweitklassig. Und die Gastgeber spielten weiter wie gelähmt, total nervös, die Gladbacher konnten machen, was sie wollten. Das ist erneut Dorlin, völlig ungedeckt und in der Mitte Schulz, Eilenberger, noch einmal Eilenberger. Das hätte schon sein können, nein, der endgültige Entscheidung, der endgültige Abstieg, das war die 18. Spielminute und nur 5 Minuten später. Martin Schneider, immer wieder über die rechte Seite. Kastenmeier und noch einmal Schulz, da tritt er über den Ball. Ja, jetzt viel Glück in dieser Phase für den vorjährigen Aufsteiger. Holger Facher konnte sich beruhigt zurücklehnen und sonnenbaden und von Berlin träumen. Wattenscheid kam einfach nicht auf Tour und der erste halbwegs gefährliche Angriff erst nach 27 Spielminuten und dann dieser Kopfball durch Stefan Emmerling. Völlig überraschend zu diesem Zeitpunkt der Anschlusstreffer. Schupp spielte Klinkert aus, der nur Statist, und Emmerling ohne Probleme gegen Huschbeck. Hannes Bongartz wechselte dann aus, brachte für den enttäuschenden Bernhard Winkler Suleiman Sahne. Der wurde begeistert, gefeiert und mit ihm und dem Anschlusstreffer im Rücken kam Wattenscheid jetzt besser ins Spiel. Mandecker Langwein auf Mandecker Bach und Uwe Kaps. Es war die 36. Spielminute und nur 120 Sekunden später. Suleiman Sahne auf Stefan Emmerling, den Torschützen. Und im Tor, den kennen Sie erneut, der Pokalheld Uwe Kaps. Danach noch wenige Sekunden bis zur Halbzeitpause. Noch einmal Emmerling, noch einmal das Duell gegen Kamps. Und dem merkte man förmlich die Vorfreude auf das Pokalfinale in Berlin an. 1:2 zur Pause vor 15.000 Zuschauern im Ruhrstadion, in dem sich ja letzte Woche der VfL Bochum den Klassenerhalt sicherte. Ein gutes Omen für den zweiten Bochumer Verein. Auch nach dem Seitenwechsel Wattenscheid mit dem Elan und dem Kampfgeist aus den ersten 45 Minuten. Suleiman Sahne und Klinkert im letzten Augenblick. Gerade mal 47 Minuten gespielt. Gladbach steckte nicht zurück in dieser Phase, das täuschte. Denn die Gastgeber, sie waren einfach zu druckvoll. Der Pokalfinalist, er tat sich jetzt schwer, hinten rauszukommen. Fink und in der Mitte Hans-Werner Moser, das 2:2, 51 Minuten gespielt. Schön vorbereitet von Fink, ein wichtiges Tor von Moser, denn die Kickers, sie führten zu diesem Zeitpunkt mit 1:0.
5 Minuten nach dem Ausgleich. Jörg Bach mit einem langen Ball auf Ciscale. Der setzt sich durch, Klinkert fälscht leicht ab. Es blieb beim 2:2. Es war spannend zu diesem Zeitpunkt. Die Gladbacher, sie setzten dann ein Zeichen. Keine Wettbewerbsverzerrung für einen Mittelfeldmann. Karl-Heinz Flipsen kam ein Stürmer, Peter Winhoff. Und dessen erste Ballberührung, Langbein dazwischen. Schiedsrichter lässt Vorteil gelten. Süleyman Sahne auf und davon. Und in der Mitte wartet Uwe Ciscale, das 3:2, knapp eine Stunde gespielt. Welch ein Angriff, was für ein Tor. Ciscales 9. Saisontreffer, vielleicht der wichtigste. Die SG zog sich natürlich jetzt mehr zurück. Gladbach kam wieder besser ins Spiel. Hier ein Foul von Bach an Dorlin. Trotz der Führung, Hannes Bongers jetzt noch nervöser. Stuttgart führte nämlich jetzt mit 2:0. Ein 3:3 wäre also das Aus für Wattenscheid. Thomas Kastenmeier. Ja, hier sah man wieder, wie eng, wie knapp am seidenen Faden solch ein Klassenerhalt hängen kann. Man muss sagen, dank Gladbach, die sich nicht versteckten und nachher nochmal alle Register zogen, aber ohne zwingenden Torschuss. Und es blieb am Ende beim 3:2 für die SG Wattenscheid 09, die allen Unruhen zum Trotz auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg weiter in der ersten Bundesliga bleiben. Herzlichen Glückwunsch, Klaus Stallmann. Herzlichen Glückwunsch, Hannes Bongers. Ich bin einfach überglücklich, denn was die Mannschaft auch heute wieder geleistet hat, sie hat es verdient, in der ersten Liga zu bleiben. Hannes Bongers, Sie haben letzte Woche einen Spruch gesagt, wenn das so weitergeht in der Bundesliga, dann lege ich diesen Job hin. Wer Sie heute beobachtet, jünger sind Sie heute nicht geworden. Das ist richtig. Aber wenn man einen Erfolg hat wie heute, das beflügelt schon wieder zu neuen Taten. Aber ich gebe ehrlich zu, diese letzten 3 Wochen, die haben sehr genagt, auch ein bisschen an der Gesundheit. Aber wir haben jetzt lange Zeit, uns zu regenerieren, der Trainer auch. Und heute freuen wir uns einfach nur. Respekt, ihr Wattenscheider, ihr bleibt drin. Absteigen müssen die Stuttgarter Kickers, Hansa Rostock, der MSV Duisburg und bekanntlich Fortuna Düsseldorf. So, jetzt mal ein ganz kleiner Augenblick der Freude. Das wollen wir doch erleben, wie Jörg von Torra mit Werder den Europacup feiert. Live nach Bremen. Ja, Heribert, hier ist die obere Rathaushalle in Bremen, wo gleich die Ehrung des SV Werder Bremen wegen des gewonnenen Europapokals stattfinden wird. Die Mannschaft ist schon eingetroffen, nachdem sie ungefähr eine Stunde lang im Autokorso durch die Bremer Innenstadt geführt worden ist, begleitet von ungefähr 1000 Fans nach dem Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Und draußen warten auf dem Balkon mit Sicherheit auch schon, das heißt vor dem Balkon, da haben sie die Bilder, mit Sicherheit schon so 7.000, 8.000 Menschen. Die Mannschaft wird so ungefähr in 10, 15 Minuten den Pokal, den Europacup, ihren Fans präsentieren. Und dann beginnt hier in Bremen heute Abend eine große Rutsche, ein großes Bundesliga-Finale, das aber eine Krönung in einem anderen Wettbewerb erfahren hat, nämlich im Europapokal. Zurück, Herbert. Ja, dann feiert mal schön. Vielen Dank, Jörg. Zum guten Schluss kommen wir dann noch zu den 3 Spielen, in denen es heute um nichts mehr ging. Aber der Vollständigkeit halber wollen wir Ihnen ja alle Tore zeigen. Bleiben gleich in Bremen. Werder gegen den ersten FC Nürnberg mit Konstantin Sauer. Nachdem die Bremer Zuschauer mit ihrer 22-minütigen Laola-Welle einen Weltrekord aufgestellt hatten, hofften sie natürlich, dass der SV Werder ähnlich vehement zur Sache gehen würde. Und siehe da, Nürnberg half. Köpke ließ Kurmschuss uneigennützig ins Netz. 1:0 nach 38 Minuten. Laola im Weserstadion, aber nur bis zur Halbzeit, denn danach schlug die Stunde des André Gulke. Gulke zum ersten in der 59. Minute, 1:1. Otto ahnte Böses und musste schluckend Gulkes zweiten Streich mit ansehen. Diesmal half die gesamte Werder-Hintermannschaft, die in Gedanken wohl schon beim Feiern war. Nach 70 Minuten, 1:2, gute Nacht Werder. Aufgeweckt wurden die müden Europacup-Helden nur noch einmal, nämlich in der 75. Minute, aber erneut durch André Gulke. 1:3 verlor Werder gegen Nürnberg, was hier aber kaum einen gestört hat, denn zur Stunde wird in Bremen der Europacup-Sieg weitergefeiert. Düsseldorf, Hamburg mit Peter Grube. Showdown in Düsseldorf. Der Kassierer konnte froh sein, dass gut die Hälfte der 6.500 Zuschauer aus Hamburg kam. Die Anhänger des HSV sehen zu Beginn ihre Mannschaft feldüberlegen. Ohne Furtok, Nando und Waas bleibt die Ausbeute im Angriff jedoch schwach. Obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr geht, ist die Partie verkrampft. HSV-Trainer Cordes fordert Angriff, der Schuss geht fast nach hinten los. Eine erschreckend schwache HSV-Abwehr eröffnet Düsseldorf Chancen, Schubert mit der größten Möglichkeit. Halbzeit 0:0,
Die Begegnung ist auf dem Feld weniger tierisch als auf den Rängen. Nach dem Wechsel die fünfte Ecke für Düsseldorf. Antoine Hai überspringt Matisic um Kopfeslänge. Die Fortuna führt nach 52 Minuten durch das Tor des zukünftigen Schalkers Antoine Hai. Die Trainerkollegen Köppel und Cordes einträchtig nebeneinander und der HSV mit Möglichkeiten. Aber selbst Frank Rode kann freistehend nichts Zählbares herausbringen. Schlussveranstaltung in der ersten Liga für Düsseldorf, ein 1:0 gegen Hamburg. Und das letzte Spiel, Karlsruhe gegen Bayern München mit Jürgen Schiek. Der Karlsruhe SC krönte vor 30.000 Zuschauern im Wildparkstadion seinen tollen Endspurt in der Rückrunde, auch gegen den FC Bayern. Mees und Rolf, es blieb zur Pause beim 0:0. Der KSC auch in den zweiten 45 Minuten druckvoller, klar besser als die schwachen Bayern. Wieder ein gekonnter Spielzug des KSC. Scholl sieht Schmachow. Das 1:0 nach 57 Minuten für den KSC hoch verdient. Ecke Scholl. Wieder Schmachow. Und Reich, das 2:0 für den KSC nach 69 Minuten. Winnie Schäfer natürlich zufrieden mit seiner Mannschaft. Wieder Schmachow, der einen tollen Tag erwischte. Und Krieg völlig frei, das 3:0 für den KSC nach 75 Minuten. Ein 3:0 gegen den Bayern, imponierend, den neuen Club des Mehmet Scholl. Ich habe meine persönliche Entscheidung getroffen. Und ich bin der Meinung, dass ich nächstes Jahr beim FC Bayern München in einer sehr guten Mannschaft spiele. Ja, das kann man wohl sagen. Hoffentlich war es für ihn die richtige Wahl. Die Bayern werden stark. Meine Damen und Herren, alle Ergebnisse dieses denkwürdigen Spieltages nochmal auf einen Blick. Leverkusen VfB Stuttgart 1:2, Duisburg Borussia Dortmund 0:1, Rostock Frankfurt 2:1, Schalke Kaiserslautern 2:0, Dresden 1. FC Köln 0:0, Wattenscheid Mönchengladbach 3:2, Stuttgarter Kickers Bochum 2:0, Düsseldorf Hamburg 1:0, Karlsruhe Bayern München 3:0 und Werder Bremen gegen Nürnberg 1:3. Und das ist die Abschlusstabelle. Herzlichen Glückwunsch nochmal an den neuen deutschen Fußballmeister VfB Stuttgart. Dortmund punktgleich auf Platz 2, auch hier Respekt. Und Dritter, der bisherige Topfavorit Frankfurt. Im UEFA Cup auch noch Köln und Kaiserslautern. Und dann die Absteiger. Stuttgarter Kickers, Hansa Rostock, MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf. Meine Damen und Herren, das war eine irre Saison, das kann man wohl sagen, mit dem Höhepunkt zum Schluss. Es war übrigens die 4607. Ausgabe der Sportschau mit einem Finale, über das wir noch lange zu diskutieren haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihre Treue und für Ihr Interesse zu danken und würde Ihnen natürlich gerne erzählen, wie es mit dem Fußball in der Sportschau weitergeht. Aber ich höre von den dafür allein zuständigen Intendanten, dass weiter verhandelt wird. Also wollen wir nicht über ungelegte Eier reden. Die Sportschau wird in jedem Fall bleiben, wenn auch in veränderter Form. Und schon morgen ist wieder Sportschau. Kurzer Blick auf das Programm ab 18.10 Uhr. Und dann wollen wir uns verabschieden mit dem Tor des Tages. Und da gibt es natürlich heute keine Wahl. Es war Guido Buchwald, der Kapitän des deutschen Meisters VfB Stuttgart, der in Leverkusen seinen VfB zur Meisterschaft köpfte. Herzlichen Glückwunsch an die Stuttgarter und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Gewinnt seinen Dribbling gegen...